Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Resident Evil 2. Und genau, wir waren beim letzten Mal hier mit Claire im Labor von Umbrella angekommen und haben den Strom hier eingeschaltet und genau, sie waren jetzt dabei, das Labor weiter zu durchkämmen. Da würde ich sagen, machen wir das doch einfach mal. Wir sind beim letzten Mal ziemlich vielen heftigen Pflanzen begegnet. Und die haben wir allerdings mit unserer geilen Brandmuni hier verbrannt. Und genau, wir müssen jetzt quasi Umbrella auf die Schliche kommen. Da würde ich sagen, gehen wir da doch einfach mal rein. So. Bin ich mal gespannt, was uns hier noch weiter erwartet. Ach du Scheiße! Nackte Zombies. Nackte Zombies. Schneller! Claire! Baller einfach da drauf! Ach du Heilige! Ach du! Du! Penner Mistvieh. Spiel Fußball mit dem Kopf. So, Claire. Baller dir einfach ab hier. Kommen ja auf einmal nackte Zombies drin, ey. Die sich wieder in den Arsch gepackt haben hier. Und meine Güte, ey. So, die Prozentwaffe hat noch 6%. Das ist gut. Wir sind noch im grünen Bereich. Das ist auch sehr gut. Ach, und hier ist ja dieser Gasraum. Ne, von Leon beim letzten Mal. Und hier liegt jede Menge Zeug. Ach, die nackten Zombies, ey. Was haben wir hier? Armbrustbolzen. Okay, Freunde. Ja, ich nehme das an diesem grauen Montagnachmittag auf hier. Tatsächlich montags, weil ja, ich nehme im Urlaub auf. Deswegen, ja, montags. Gut, Sicherheitshandbuch des Labors. Sicherheitsmaßnahmen im Notfall. Im Falle eines Ausbruchs von gefährlichem experimentalen Biomaterial konzentrieren sich alle Notfallmaßnahmen auf die unterirdischen Transportmöglichkeiten. Werden bei der Sicherheitsüberprüfung anormale Werte bei transportierter Fracht festgestellt, wird alles Material automatisch von der Ladezone zum bereitstehenden Hochgeschwindigkeitszug umgeleitet. Dort wird dann das gesamte Material isoliert und unverzüglich entsorgt. Im Falle des Eintretens der Notfallstufe wird der gesamte Zug gesäubert und ohne Verzögerung komplett entsorgt. Ja, das hatten wir bei Leon schon gelesen. Sollte das Labor selbst verseucht werden, wird die nördliche Transportroute für den Materialnachschub zum Fluchtweg umgestuft. Diese Route bietet dann einen sicheren Zugang zu dem Verteilerknotenpunkt außerhalb der Stadtgrenze. Es ist strengstens verboten, irgendwelche Informationen preiszugeben über die hier laufenden Forschungsprojekte oder auch nur die Existenz dieser Anlage einzugestehen. Da die Geheimhaltung der Forschung von äußerster Wichtigkeit ist, kann unter gewissen extremen Umständen die Benutzung der Fluchtwege verwehrt werden. Genau, das heißt, wenn ihr Scheiße labert, kommt ihr hier nicht mehr raus. So ungefähr. Gut, Freunde, da leuchtet was Grünes. Einsatz der Gassprinkleranlage beendet. Ah, das, was Leon da gemacht hat. Okay, was ist hier? Benutzerregistrierung. Benutzerregistrierung für den Raumkulturexperiment. Benutzername Guest, Passwort keins. Gültigkeitsdauer 24 Stunden. Ja, Freunde, das müssen wir mit Claire unbedingt auch machen. Um dann nämlich in diese spezielle Tür zu kommen. Ja, du guckst da schon hin, ne? Da ist nämlich ein sehr, sehr wichtiges Item, und zwar der Laborschlüssel. Ha. Jetzt kommen wir überall rein, Freunde. So, was ist das hier? Nein, da wollte ich doch noch gar nicht rein. Ich wollte da doch noch gucken. Hey. Katzi, okay. Nein. Geh wieder rein. Ach, verdammte Kacke. Licker. Okay, wie bei Leon. Aber ich weiß ja nicht, wo die sind. Da sind sie. Oh, zwei Stück. Ah, was da? Gut. Wartet mal. Nimm mal lieber die Gasdinger. Oh Gottes Willen. Zwei Licker hier. Ach, ihr seid doch beknackt, echt. Zwei Licker mir hier zu servieren. Wartet mal. Die bringt doch auch was. Und... Ah, verdammt, die ist leer.
Okay, die ist leer, das ist schon mal gut. Aber der Licker muss weg. Boah, Gott sei Dank. Diese ekelhaften Biester, ey. Okay. Hier wollte ich doch noch gar nicht hin, verdammt nochmal. Ich wollte da hinten doch nochmal was kontrollieren, aber... Hier sieht es auch schon wieder ganz schön gewuchert aus in diesem Raum, ne? Mutierte Licker. Farbbänder. Mutierte Farbbänder. Diese Maschinen sind jetzt alle nutzlos. Was haben wir denn hier noch, Freunde? Ja, dann freue ich mich, dass ich mal wieder hier eingeschaltet habe bei Resident Evil 2. Und oh Mann. Da lacht mich doch schon wieder was an hier. 12 Granaten, Muni. Meine Güte. Boah, wir werden hier echt zugeballert mit Muni. Haben wir hier noch irgendwas? Boah, mir wird gerade voll warm, ey. Ich weiß auch nicht. Innen ist alles von der Pflanze zerstört worden. Okay. Mehr haben wir hier nicht. Einfach nur Muni und Licker. Ja gut. Okay, ich meine, dann gehen wir halt wieder raus hier. Dann gehen wir nochmal in den anderen Raum, weil ich habe da doch noch einen kleinen Bereich hier übersehen, den ich noch kurz untersuchen wollte. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob da noch was war. Aber auf jeden Fall das blaue Zeug hier. Genau, war hier noch irgendwas? Die Leiche eines Forschers. Sieht aus, als hätte er überall Öl ausgekippt. Das sieht schon nicht schlecht aus, muss ich sagen. Hier wachsen blaue Kräuter. Brauche ich nicht. Ja gut, okay. Nee, dann war hier nichts mehr. Okay, dann haben wir auch gar nichts verpasst. Alles klar, dann können wir direkt weitergehen. Wir haben aber den Laborschlüssel. Ich frage mich noch gerade, wofür dieser Raum hier war. Da war nur Licker drin, ne? Naja, okay. Wir haben jetzt auf jeden Fall die, das MG haben wir jetzt leer gemacht. Ich weiß nicht, will ich schon runter? Nee, will ich eigentlich, ja, obwohl, wartet mal. Nee, ich gehe erstmal zurück. Und ja, liebe Freunde, wie gesagt, ich freue mich, dass ihr dabei seid und ich hoffe, dass euch das nach wie vor hier gefällt, das Resi 2. Wie wir hier wirklich kurz vorm endgültigen Finale stehen. Tatsächlich, weil viel ist es wirklich jetzt nicht mehr. Wir müssen jetzt nur noch das Labor erkunden. Und dann sollte es das eigentlich auch schon gewesen sein. So, wir haben ja hier Schalter drücken. Genau, so. Genau, Freunde, diese Tür, die müssen wir jetzt nämlich auch mit Claire aktivieren. Aber dafür brauchen wir erstmal Fingerabdrücke. So. Laborschlüssel benutzt. Das heißt, wir können jetzt da rein. Genau, dann geh da doch einfach mal rein, Claire. Bin ich mal gespannt, was uns hier noch so erwartet. Eine Pflanze auf jeden Fall. Das hört man, Freunde. Das heißt, wir müssen wieder die Muni wechseln. Auf die Brandmuni. Oh, ja! Aua. Natürlich wieder direkt vergiftet, ne? Ihr blöden Dreckspflanzen, ihr vergiftet anscheinbar immer. So. Und zweimal verbrennen und das war's. So. Ich war jetzt zwar jetzt nur im gelben Bereich, aber das ist in Ordnung. Ach, hier waren bei Leon Zombies drin, ne? Stimmt, das ist ja dieser Impfraum hier. Wo die Impfungen entwickelt haben. Ach Gott, ja, aktueller Anlass und so. Mach mal das Licht an hier. So, was haben wir? Können wir jetzt hier irgendwas machen? Aktivator für Impfgrundstoffsynthese. Wir haben jetzt hier halt das angemacht und hier ist dieser OP. Aber wir können hier mit Claire scheinbar auch nichts machen. Das ist interessant. Noch mehr Granaten, Muni, ey. Wir können die mit Claire auch nichts machen. Das ist irgendwie mir sehr merkwürdig. Aber gut. Dann war dieser Raum eigentlich wieder nur... Dass hier gar nichts ist? Mag ich irgendwie nicht so recht glauben.
Aber scheinbar ist es so. Da kann man hier scheinbar doch nichts machen. Okay, ich hätte jetzt gedacht. Aber gut. Ist da in der Ecke vielleicht noch was hier? Nein. Okay. Gut, Freunde. Allerdings fällt mir jetzt nichts mehr ein, wo es noch weitergehen könnte, außer unten. Und weil wir runtergehen, würde ich gerne den Waffenschrankschlüssel noch mal kurz abholen. Der ist ja da vorne in dem Safe-Raum. Und genau, und die Prozentwaffe austauschen gegen die Blitzwaffe. Da bin ich mal gespannt jetzt. Ja, Freunde, tatsächlich. Ich möchte möglichst alle Waffen in diesem Spiel einmal benutzen, damit man die auch mal sieht. Ja, und die, das MG, das hat uns ja schon echt weitergeholfen. Genau, Claire, dann leg mal bitte die Sachen ab hier. Farbbänder kannst du bitte ablegen. Die Prozentwaffe austauschen. Die Armbrustbolzen ablegen. Die Granaten ablegen, weil wir haben genug. Oh, und ich muss hier mal wieder ein bisschen für Ordnung sorgen. Wartet mal. Bisschen für Ordnung sorgen. Die Heilung muss hier hin, bitte. So, das blaue Kraut hier hoch. Die Story-Items auf jeden Fall auch nach oben. Und den Waffenschrank, den brauchen wir ja bald. Und ansonsten sieht das doch munitechnisch, schaut euch das an, gar nicht mal so verkehrt aus. Aber ja, Freunde, dann rüste ich mal die Blitzwaffe aus. Schaut euch das an. Richtig interessantes Teil. Und ja, können wir mal auf weitere Erkundungstour gehen. An diesem, wie gesagt, grauen Montagnachmittag. Ja, was soll ich machen, wenn in meinem Urlaub das Wetter grau ist? Da bleibt mir nichts anderes übrig. Beziehungsweise, da fällt mir doch nichts Besseres ein, als hier zusammen mit euch Rally 2 zu spielen. Jawohl. Und ja, wir müssen jetzt in die rote Area. Und dann mal direkt nach unten. So, mal gucken, was da unten auf uns wartet, Mensch. So, Freunde, dann ab nach draußen mit uns. Die Pflanze haben wir ja beim letzten Mal schon platt gemacht. Und dann müssen wir jetzt quasi nur noch ein paar Geheimnisse lüften hier. Und dann zu diesem Hochgeschwindigkeitszug. Ach, und wir haben hier noch Kräuter. Stimmt, ich renne komplett ohne Heilung rum gerade, ne? das ist ja ein bisschen riskant. Deswegen würde ich sagen, würde ich diese Kräuter... Ach, wartet mal. Quatsch! Die Kräuter darf ich nicht zusammenmischen, weil da unten wartet ja noch ein rotes auf uns irgendwo. Ne? Deswegen. Eine riesige Pflanze, die füllt den ganzen Raum. Ja, das ist ein Abkommen der Pflanze 42 tatsächlich. Sehr interessant. Pflanze 42 kennen wir ja von Resi 1. So, eine riesige Pflanze, ja, okay. Aber das heißt, wir haben dann auch... Claire, guck nicht nach oben die ganze Zeit, das macht mich nervös. Dann haben wir jetzt auch hier ein neues Stockwerk. So. Labor B5 tatsächlich, ja genau, das war ja hier der... Der Gang, wo die Licker mich da damals so erschienen. Ah, genau. Genau so hier. Ah, die Blitzwaffe bringt nichts gegen Licker. Verdammt. Die bringt nichts gegen Licker. Okay, der lebt noch. Oder? Wie ist denn die Reichweite von dem Ding? Oh Gott. Nee, gegen Licker bringt die nichts. Okay, dann doch wieder mit der Granatenpistole. Und so, Dreckslicker. Ah, da ist noch einer. Was zur Hölle? Was machst du denn jetzt, Claire? Hey, was machst du denn? Da ist doch der Licker. Oh, dieses Drecksding. Mann, ey. Puh.
Ich nehme jetzt einfach prophylaktisch mein grünes Kraut, so. Drecksding. Okay, Freunde. Die haben wir aber. Also, Blitzwaffe gegen Licker. Scheißidee. Richtige Scheißidee. Okay. Aber mit denen können wir ja ein Dreifachgrün mischen. Damit wir eine Vollheilung haben. Jawohl. Und dann können wir das hier auch nochmal mitnehmen. Gut, also bis jetzt haben wir ein bisschen Muni gespart zwar, aber auch Heilung benutzt. Ja gut. Was ist das denn hier? Da sagt sie gar nichts zu. Hier sagt sie jetzt gar nichts zu. Eine Sperre. Sie sieht recht stabil aus. Da sagt sie jetzt gar nichts zu, ne? Interessant. Da sagt Killer einfach mal gar nichts. Ja, okay. Oh Gott. Ich erinnere mich gerade an irgendwas. Oh Gott. Ja. Noch nicht. Okay. Noch nicht. Gott sei Dank. Erstmal der Bereich hier. Ja. Mit den Kameras. Genau. Stimmt. Können wir jetzt hier was machen mit Claire? Hier gibt es einen Lageplan des Labors. Ja, machen wir Speicher mal ab. Aber sonst können wir hier mit den Kameras auch nichts machen. Das ist schade. So, genau. Das heißt, wir müssen da nochmal... Ach ja, jetzt kommt der ekelhafte Bereich. Okay. Verdammt. Aber ich glaube, wir brauchen diese Blitzwaffe tatsächlich jetzt für die nackten Zombies. Das können wir einmal so austauschen. Dieses Kraut kann wieder hier rein. Meine Güte, wir haben so viel Heilung. Schau ich das an. 5 Heilsprays, 3-mal Vollheilung. Wir könnten hier noch Vollheilung machen. Oh Mann. Aber wir haben nichts, was gegen Gift hilft gerade, ne? Misch das mal zusammen. Nur um sicher zu gehen. Falls wir vergiftet werden. So. Der Waffenschrankschlüssel, wo können wir den denn nochmal einsetzen? Ach, das war auch da, stimmt. Das war auch da, genau, okay. Alles gut, Freunde, ich häng nicht. Alles okay. Das heißt, jetzt kommen wir in den ekligen Bereich. Oder? Oh Gott, ja. Dieser... Oh Gott, dieser eklige Larvenbereich da hinten. Nee. Oh Mann. Oh Gott. Das ist ein riesiges Ei. Kommen wir hier rein? Laborschlüssel benutzt. Nutzlos ablegen, jawohl. Haben wir jetzt wieder diesen Riesenkäfer hier? Oh Gott, wieder diese Musik. Ach du Scheiße. Wenn es nach der... Oh Gott. Oh Gott. Wenn es nach der Logik ginge, hat Leon das schon platt gemacht. Aber sie guckt schon dahin. Sie guckt schon dahin. Nein, das Ding ist noch da, verdammt. Funktioniert die Blitzwaffe gegen das Ding? Ich fürchte nicht, aber... Nee. Okay. Dann. Ah, was zur... Um Himmels Willen. Das Ding fliegt hier durch die Gegend, ey. So, dann schieß da drauf da. Verdammt nochmal. So, und... Kaputt! Schieß drauf! Oh, wie viel hält das Ding aus? Puh, okay. Gott sei Dank. Boah, ist das widerlich, ey. Zum Glück hat das nichts gemacht, ey, in diesem Fall. Ach, guckt mal. Oh, ist das widerlich, ey. Ja gut, dann, hallo? So. Cool. So. Ja, so werden wir die Muni irgendwie los, ne? Gefällt mir gerade nicht so doll. Aber gut. Ich mag diese Musik hier nicht, ey.
So, der Computer. Das RODEM-System. Mitarbeiterregistrierung für den Raumkulturexperiment. Genau, das haben wir ja eben gelesen, Freunde. Das war ja der Guest. Der Guest. Okay, dann machen wir uns mal einen Fingerabdruck. Beziehungsweise einen Gastzugang mit unserem Fingerabdruck. Registrierung abgeschlossen. Gültigkeitsdauer der Gastregistrierung 24 Stunden. Genau, Freunde, das ist nämlich für die Tür da oben. Da bin ich mal gespannt, was uns da mit Claire erwartet. Und ich möchte hier raus. Oh Gott, das ist so widerlich, ey. Geh da raus, um Gottes Willen. Okay, Gott sei Dank. Okay, wir sind zum... um Gottes Willen. Weg da. Was ist das überhaupt für... Was sind das überhaupt für Dinger? Ach, die spucken auch noch. Ja, okay, dann... dann nicht. Ha! Da ist jetzt das rote Kraut, ne? Das heißt, wir können das... mit dem hier mischen. Genau. Dann haben wir jetzt nämlich einmal komplett Vollheilung. Ha, ich wusste es doch, dass hier noch ein rotes kommt. Gut, alles klar. Gehen wir in dieses eklige Labor rein. Oh Gott. Oh Gott, ja. Hier waren wir ja mit Leon schon. Und hier haben wir den Waffenschrankschlüssel. Genau. Oh Gottes Willen. Noch mehr Granaten. Warum kriegen wir so viele Granaten, hä? Okay. Ja. Ich hab euch gehört, Freunde. Erste-Hilfe-Spray. Schon mal gut. So. Ich höre euch doch da. Oh Mann. So. Oh Gott. Ja. Oh! Oh Gott. Warum denn direkt hinter der Tür? Verdammt nochmal. Ach du Scheiße, wie viele das auch noch sind. Oh, so, geht's hier mit der Blitzwaffe voran. Ach du Scheiße. Lauf! Um Gottes Willen. Macht ihr die Tür auf? So, kabem. Kabem. So, das passt doch. So. Wunderbar hier, bevor ich hier meine Muni verschwende. Oh, da ist noch einer. Oh, Gott sei Dank. Zum Glück weicht Claire immer so ein bisschen zurück. Boah, da ist der nächste Nackte. Da! So, und lauf. Um Gottes Willen. So. Kabeum. Noch ein... 3 Schuss brauchen die von dem Ding. Krass, aber... wir sind noch im grünen Bereich. 28% nur noch. Ja, das Ding geht echt schnell, ja. Aber es hat sich gut aufgegangen mit der Waffe bis jetzt. Also, verschiedene Chemikalien. Was für Experimente sind hier bloß durchgeführt worden? Ich will es nicht wissen. Ich will es einfach nicht wissen. Können wir bitte gleich so schnell wie möglich hier rausgehen? Oh Gott, ey. Ja, wie gesagt, so haben wir unsere andere Muni gespart. Ist doch auch eine nette Sache. So. Jetzt sind wir wieder hier in diesem ekelhaften... Oh Gott. Labor hier, ey. Aber hier sagt's auch nichts. Ich hätte jetzt gedacht, dass man hier ein bisschen was machen kann. E-Raumschlüssel, okay. Ich hätte jetzt echt gedacht, dass man hier ein bisschen mehr herausfindet mit Claire. Sieht aus wie ein Apparat, der... Sieht aus wie ein Apparat aus der medizinischen Forschung. Oh Gott. Die Claire macht auch nichts hier. Okay. Na, ich will mich ja nicht beschweren. Also, je schneller wir rauskommen, desto besser. Okay, das war's dann im Prinzip schon mit dem Labor hier. Krass, Freunde. Ich hätte jetzt echt gedacht, dass hier noch mehr für uns ist, aber... scheinbar dann doch nicht. Okay. Das heißt, wir sind eigentlich mit dem Untergeschoss schon fertig.
Warte. Das ging jetzt echt schnell. Aber wo können wir denn dann jetzt noch hin? E-Raum? Ach, wartet mal. E-Raumschlüssel? Ah, das heißt, wir müssen da zurück. Wir müssen da zurück, Freunde. In den E-Raum da oben, wo wir beim letzten... in der letzten Folge die, die Kiste da bewegt haben mit dem Aufzug und so in dem komplett neuen Bereich. Ja, das ist jetzt natürlich mal eine coole Wendung. Okay, aber das Zeug kann erstmal raus. Das ist schon echt heftig. So. Die Story... das Story-Item kann bitte mit nach oben wieder. So. Feuerzeug. Das hier... so anordnen, genau. Nein, nein, nein. Granaten. Wo hatte ich denn mein... ah, das sind 30 Schuss auch schon wieder, ey. Meine Güte. Aber gut, so können wir erstmal rumlaufen. Oh! Boah, hab ich mich erschrocken. Annette! Mensch. Wo ist Sherry? I asked her, and she's never even heard of the G-Virus before. Which room? Tell me. Sherry! Oh, man. No! Annette! The sample's inside the pendant Sherry's wearing. Oh. Oh. Okay. Dankeschön, Annette, dass du uns das verraten hast. Hey, die ist ja kooperativ zu uns. Die ist ja kooperativ. Okay, ja, wir haben auf jeden Fall Sherry gerade eben gesehen im E-Raum, wie sie da von Mr. X bedrängt wird. Oh Gott, nicht die kleine Sherry. Gut, Freunde, allerdings, wie sich das weiterentwickelt, sehen wir dann tatsächlich beim nächsten Mal. Leider ist die Folge voll, es tut mir leid. Und ja, dann würde ich einfach mal sagen, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder Abo da. Lasst die Glocke läuten, würde ich mich sehr freuen. Erzählt gerne weiter den Kanal. Und wenn ihr Bock habt, mal ein bisschen privat zu quatschen oder so, kommt gerne auf meinen Discord-Server. Der Link ist in der Beschreibung. Und ja, Freunde, dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder schönen Tag. Tschüss, tschüss.